Der Tod ist seit Tagen unser Begleiter. Und er macht euch verwundbar. Und das ist perfekt. Eure Aufgabe, ein Foto zum Thema Tod. Wir drehen hier die Szene, in der sich Ruby lebendig begräbt und möchte dann unter der Erde ein Foto machen, weil sie dem Tod so nah wie möglich sein möchte. Also für Ruby ist das Thema Tod einfach ein sehr großes Thema. Und das ist für sie ein ziemlich krasses Experiment, glaube ich, weil sie da jetzt das erste Mal wirklich, wirklich spürt, also Anzeichen vom Tod spürt. Und deswegen hat es eine sehr große Bedeutung für Ruby, diese Szene. Ich habe natürlich erstmal überlegt, okay, warum macht Ruby das? Also warum möchte sie sich begraben? So, ich bin erstmal von der Figur ausgegangen. Und dann, als ich angefangen habe, das mal so ein bisschen auf mich zu reflektieren, auf Linda, da habe ich Angst bekommen, weil ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist Ruby in bestimmten Punkten doch tougher als Linda. Ich habe verschiedene Übungen gemacht für mich und geguckt, okay, also um einfach diese Angst herstellen zu können in der Szene. Geschaut, okay, wovor habe ich persönlich Angst? Und dann beim Drehen, während wir gedreht haben, habe ich diese Sachen wieder hochgeholt natürlich. Und da, ja, habe ich beim Vorbereiten bin ich sehr tief ins Thema Angst reingegangen und geguckt, wovor habe ich Angst? Und was, vor allem, was passiert, was würde passieren, wenn ich jetzt wirklich sterben würde? Ich habe auch bei der Szene gemerkt, okay, wenn Ruby wirklich dieses Experiment wagen will, sich in der Erde zu begraben, dann muss hinter Ruby irgendwie mehr stecken als einfach nur eine abgefuckte, asoziale, aggressive, blöde Bitch. Ich meine, wer kommt auf die Idee, sich zu begraben und wirklich auf eine Art ja das Risiko einzugehen, vielleicht wirklich zu sterben? Und das war so ein Punkt, als ich die Szene gelesen habe, okay, jetzt muss ich irgendwie mal eintauchen in diese Welt von Ruby. Schaltet ein, Sunny, wer bist du wirklich? Ab dem 1. Oktober auf TV Now.